Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit Sandra Lechleiter. Und ich hätte heute mal eine Frage in eigener Sache. Und zwar, wenn mich Leute anschreiben, dass sie Probleme mit ihren Fischen haben, dann ist eigentlich in diesen Mails eigentlich immer, also wenn es jetzt um Einzeltiere geht, die abstehenden Schuppen, die Entzündung haben, dann ist immer der Beisatz drin, der Fisch hat sich verletzt, der Fisch hat sich mechanisch irgendwo angestoßen, der Fisch ist wahrscheinlich gesprungen etc. pp. Also die Leute deuten eigentlich, wenn eine Problematik mit dem Einzeltier da ist, eigentlich immer darauf hin, dass es sich um eine mechanische Geschichte handelt und nicht um eine bakterielle Geschichte. Und ich muss dir aus meiner Erfahrung sagen, wenn ich heute alles, was ich gesehen habe, das war wahrscheinlich auch nicht ganz so wenig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn sich ein Fisch verletzt, tatsächlich springt, sich anschlägt, sich beim Scheuern irgendwie mal ein paar Schuppen rausreißt und es sind keine pathogenen Keime im Teich, es ist nichts, keine kritische Situation, die Wasserwerte sind gut, das Wasser warm, dann heilt sowas eigentlich in aller Regel von alleine ab. Auch eine abstehende Schuppe kann dann sich innerhalb von wenigen Tagen wieder anlegen. Wohingegen alles, was irgendwie länger als 3, 4, 5 Tage dauert, hat meiner Erfahrung nach den Ursprung in einer bakteriellen Geschichte, in einem pathogenen Keim, den man sich in der Regel entweder kurz davor oder einige Zeit davor eingeschleppt hat und mit dem dann der ein oder andere Fisch im Bestand nicht zurechtkommt. Jetzt würde mich da einfach mal deine Meinung zu interessieren und vielleicht auch die Leute auf das Thema zu sensibilisieren, weil dieses Zuwarten, bis man dann tatsächlich aktiv wird, das habe ich dann auch irgendwann gelernt, das ist eigentlich der größte Fehler, den man tun kann. Ja, ja und nein. Das ist jetzt tatsächlich immer wieder im Einzelfall etwas schwierig zu entscheiden. Grundsätzlich sehe ich es ganz genauso wie du. Eine normale Verletzung heilt eigentlich von allein ab. Innerhalb meistens, von wenigen Tagen, ja, wenn die Wassertemperatur 18 Grad und höher bei ist. Bei 18 Grad sowieso. Ja. Jetzt im Temperaturbereich zwischen 12 und 16 Grad machen aber auch banale Verletzungen manchmal Probleme. Zum Beispiel können die natürlich auch infiziert werden, wenn das Gewebe traumatisiert ist, geschädigt ist, kann natürlich das eine Eintrittspforte für Bakterien sein und es kann dann sekundär zu einer Infektion von außen kommen. Aber sehr häufig ist es eben auch so, dass abstehende Schuppen, entzündete Schuppen vor allen Dingen auch durch zum Beispiel Gyrodactylus-Würmer, die sich in diese Schuppentasche hinein bohren und die in dieser Schuppentasche sich ernähren, ausgelöst werden. Diese Gyrodactylus-Würmer bringen zwangsläufig beim Eindringen in die Schuppentasche auch Bakterien mit sich. Und dann kommt auch nicht nur ein Wurmproblem, sondern unter Umständen bei einem schwachen Fisch auch ein bakterielles Problem. Und in solchen Fällen, denke ich, ist es genau wie du sagst, man sollte nicht warten. Denn das Problem löst sich meistens im Temperaturbereich bis 18 Grad nicht von allein. Ganz, ich will eine definitive Aussage von dir. Wenn jetzt jemand sieht und das, was du mit den Gyrodactylus beschreibst, das ist so die typische Situation, in der Regel immer unterhalb der Seitenlinie, also ich kenne das nur selten oben und dann hat man eigentlich so oftmals einzelne Schuppen, die werden dann rot, die werden dann leicht dick, fangen an abzustehen. Nach wie vielen Tagen würdest du jetzt dem Koi-Liebhaber empfehlen zu handeln, also aktiv einzugreifen und nicht mehr länger zuwarten? Jetzt gerade vielleicht nach so einer Karenz von nach einer Zeit von 3, 4, 5 Tagen? Also ich würde sagen, nach 2, 3 Tagen, wenn sich da nichts tut, muss die Schuppe raus. So, und das würdest du dann auch jedem empfehlen. Ich habe da ganz am Anfang mal einen Blog drüber gedreht, dass den man dann wirklich. Ich habe nicht gesehen, aber. Genau, das, genau. Ja, ich sage das, wenn. 2, 3 wenn man, Tage und. Und dann die Schuppe raus und damit ist eigentlich auch der Parasit weg und dann kann da in Ruhe eine neue Schuppe nachwachsen. Man sollte natürlich dann in dem Zuge auch untersuchen, ob Parasiten im Teich sind und gegebenenfalls auch eine Parasitenbehandlung einleiten, um nicht noch mehrere Fische im Bestand mit dem gleichen Problem zu haben. Aber du siehst das genauso, so eine Schuppe kann gezogen werden und die wächst nach und das kann auch im Prinzip jeder selber zu Hause tun. Im Prinzip auf jeden Fall, klar. Ja. Und also das ist, was ich auch damals in dem Blog gesagt hatte, dieses ewige Zuwarten bringt nichts, das sorgt nachher nur dafür, dass drumherum immer weitere Schuppen hinzukommen, aber wenn dann tatsächlich die entzündete Schuppe samt der Gewebsflüssigkeit, die da drunter ist, und samt der Infektion, wenn die eliminiert wird, wenn die entfernt wird, dann heilen, ich will es jetzt mal sagen, bei 18 Grad und mehr. Also ich kenne es, 95% aller Geschichten sind dann eigentlich vorbei. Ja, so hoch würde ich jetzt nicht gehen. Es gibt doch immer wieder so Fälle, wo es sich dann doch wieder entzündet und
Fische, die eben einfach nicht richtig abheilen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Aber die Mehrzahl wird von alleine abheilen. Die hohe Mehrzahl. Ja. Also das ist so auch meine Erfahrung. Ja. Ich muss sagen, je früher man eingreift, desto geringer ist die Gefahr, dass sich noch weitere Schuppen am Entzünden sind. Und was würdest du jetzt tendenziell sagen, über alle deine Kunden gerechnet oder betrachtet, warten deine Kunden zu lange, ehe sie aktiv werden? Ist dieses berühmte Zuwarten und mal noch schauen, wie es sich entwickelt, ist das die überwiegende Mehrzahl oder sind die Leute heute schon so, dass sie aktiv eingreifen, wenn sie merken, ups, an dem oder dem Koi stimmt was nicht? Das ist jetzt für mich schwierig zu beantworten, weil manche müssen halt, bis ich komme, auch mehr als 2-3 Tage warten, um ehrlich zu sein. Okay. Also von der Seite her kann man es dann nicht sagen, die Kunden warten zu lang, sondern die müssen zu lang warten im Prinzip. Sehr viele mögen das nicht selber machen. Und deswegen gibt es schon viele, die dann lieber darauf warten, dass das tatsächlich ein professioneller Helfer macht. Und was glaubst du, wie viel deiner oder würden sich auch einige deiner Besuche erübrigen, wenn die Leute rechtzeitig eingreifen würden? Okay, ich will jetzt nicht deinen Job kaputt machen. Nein, wahrscheinlich würden schon ein paar Sachen schneller abheilen. Aber es gibt auch so, wie soll man sagen, es gibt auch Fälle, wo die Kunden einfach Pech haben. Ne? Deswegen würde ich das jetzt nicht so insgesamt zu sagen, das ist immer selbst verschuldet, weil man zu lang wartet, sondern es gibt einfach Leute, bei denen heilt alles ohne Probleme ab und es gibt Leute, die gehen mit der Pinzette dran und am nächsten Tag ist es so ein Loch. Also deswegen so abschließend beantworten möchte ich die Frage nicht. Und abschließend noch eine Frage zum Thema Säulen für irgendwelche Brücken, Teichüberstände im Teich, Trittsteine, irgendwas. Also ich habe mehr und mehr Kunden, die jetzt dazu übergehen, wenn sie immer wieder mal Probleme mit einzelnen Fischen hatten, die Verletzungen oder einfach Infektionen hatten, dass sie sagen, ich räume jetzt alles aus dem Teich raus und den Koi eigentlich gar keine Möglichkeit mehr geben, sich zu verletzen. Ich bin der Ansicht, ich versuche die Leute immer davon abzuhalten und sage, die Koi sind keinesfalls suizidal und wenn es tatsächlich mal zum Anrempler kommt, einer Stütze im Teich, und es ist alles andere in Ordnung, dann heilt es in der Regel auch ab. Vielleicht dann, wenn es immer wieder zu so einem Problem kommt, dann das Problem versuchen mal an anderer Stelle zu suchen. Würdest du den Leuten jetzt alle empfehlen, ihre Teiche Koi-Idioten sicher zu machen? Das geht gar nicht. Koi kann man auch in einer Gummizelle sperren und sie verletzen sich. Also das ist tatsächlich völlig unmöglich, die Teiche so sicher zu machen. Und auch unnötig. Und auch unnötig, aber wie immer gibt es ein Aber. Spitze Steine, scharfe Steinkanten, Metallränder, scharfkantige, das sind, oder Rohre, die reinragen, das sind da, alles davon, No-Go. Davon spreche ich auch nicht. Genau. Also das finde ich auch schlimm. Oder diese Rohre, wo im Teich abgesägt werden und noch der Grat dran ist. Richtig. Also da gibt es also, wirklich fiese Geschichten. Aber eine normale Stütze für eine Brücke, für einen Steg, das geht siehst du immer. Genauso. Und auch runde Steine, die, wo sie sich nicht dran verletzen können. Ganz genau. Aber zum Beispiel in meinen News letzte Woche hatte ich so einen Teich, wo der Futterautomat wirklich im rechten Winkel am Eck vom Teich gerade so einen halben Meter das Futter reingeschmissen hat. Da entstehen natürlich Verletzungen, ja. Wenn Riesenfische übereinander gehen und wirklich dann nur noch in so einem Winkel Platz haben. Also man kann durch das Teichmanagement auch bestimmte Arten von Verletzungen wirklich verhindern. Okay, das war ein schöner abschließender Satz. Vielen Dank, dass bitte. Du in dem Blog dabei warst. Sie liken noch bitte den Blog. Sandra mag es, wenn die geliked werden. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Blog. Ciao.